Wie viele Blöcke sind denn das jetzt? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ups, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, also das geht 17, so 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Blöcke. Passt. Kann ich genau bis hierhin das wegreißen. Super, Baby! Ja, siehst du, du kämpfst mit deiner Zugbrücke, ich kämpfe mit einer Treppe. Ja, guck mal, ich reiße jetzt hier unsere Brücke wieder weg. Ja. Weil, jetzt gleich haben wir eine Zugbrücke. Eine richtige Zugbrücke. Ja. Juhu! Schön. Zack. Helm auf. Nee, also an der Stelle ist das doof mit der Treppe irgendwie. Wäre zwar echt ideal, weil dann hat man viel Platz, aber... Bitte was? Ja, ich kriege hier so eine, die Treppe nicht so, so hin, weißt du? Ich sollte mich mal wieder eine Fledermaus verwandeln. Ach ja. Oh, meine Dings ist kaputt. Meine Axt. Die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann. Soll das der Mann sein? Die Axt im Haus? Du bist doof. Und ein bisschen lauter, wenn es geht. Was? Was? Ja, deine Stimme ist so leise auf der Tonspur. Das hat mir aber noch nie jemand gesagt. Ja, das hast du noch nie gehört, ich weiß. Das hat mir ja noch nie jemand gesagt, dass ich zu leise bin. Geht ja gar nicht. Naja, ich meine, ich kann es zwar natürlich auch noch hochdrehen jetzt im Nachhinein, aber ne? Aber und so. Und so. Und so. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ha! Arschloch. Was? Creeper. Oh nein! Was sind denn das für Töne hier gegenüber? Ja, mein Gott. Wir haben doch schon mal über Schimpfworte und so geredet. Das ist doch alles längst bekannt den Leuten. Oh, hier draußen schleichen aber auch ein paar Creeper rum, ne? Hier schleiche ich ganz viel gerade rum bei mir. Die spawnen alle da unten. Du bist ja nicht weit weg von mir, ne? Bitte? Du bist nicht weit weg von mir. Ja, doch. Okay. Ich bin halt an der Zugbrücke. Haha. Die Skelette haben sich gegenseitig angegriffen. Ha. So. Da haben wir noch Holz. Ich sammle jetzt erstmal das alles ein. Soweit der Creeper es nicht zerstört hat. Wie mache ich hier am besten eine Treppe? So, Baby, guck mal. Guck mal bitte auf meinen Monitor. Ich gucke auf deinen Monitor. Die Brücke ist jetzt weg. Ja. Oh ja. Ich hoffe, das reicht bis hinten hin. Nein! Du solltest mal was essen. Oh, danke. Ich dachte, 64 reicht. Okay, also der Fehler ist immer noch da. Naja, nein, was heißt, der Fehler ist da? Nein, es ist halt schon zur Hälfte. Der Fehler ist immer noch da. Aber jetzt steht internal exception Java... Internal Exception, Java Net, Socket Timeout Exception, Read Timeout. Sekunde, ich schreib's mir. Read Time Cut. Ich schreib mir das mal kurz auf, neben den Kennzeichen. Internal. Ist das lustig hier, wie wir hier aufnehmen, oder? Exception. Nebeneinander und gucken uns gegenseitig mal auf die Bildschirme. Java Socket. Time Cut. Ah, ne, mit D. Ne, doch mit T. Ja, mit Time. T. Time Cut Exception. Time. Cut. Could it be? Could it be? Exception. Read Time Cut. Time It Cut. Time. Jetzt kann. Time It Cut, nicht Time Cut. Time It Cut. So, jetzt kann jeder nach meinen Fehler googeln. Ich vermute mal, dass eventuell Java neu installiert werden muss oder so. Oder ein Update draufgezogen werden. Typisch Java. Nee, aber guck mal, ich verstehe es nicht. Ja, ich auch guck nicht. Guck mal hier. Also, nö. Ich habe hier 64 Steine reingehauen. Normalerweise müsste der 64 Steine rausgeben. Nein, er gibt nur... Ja, den Rest der ist die Bezahlung, weißt du? 4, 5, halt die Klappe, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 Steine gibt er nur aus. So, wie viel sind das jetzt hier von hier bis da? 1, 2,
Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Eins, zwei, drei, huch. Meine Maus geht, glaube ich, kaputt. Ja, das ist... Oh, die klappert ja auch so. Ne, das war jetzt hier hinten. Am Monitor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Toll. Wunderschön. Entweder setze ich die noch mal ein paar nach vorne, aber das bringt auch nicht viel. Oder von der anderen Seite, aber da muss ich die Steuerungen ja auch irgendwie miteinander verbinden, dass wenn die und die Schaltung aktiv ist. Was ist das ein Scheiß? Muss ich also eine Oder-Schaltung machen, ne? Sag ja oder nein. Nö, auf die Trick lasse ich nicht kommen. Nein, da fall ich nicht rein. Das ist voll cool, wie so ein richtiges Bauernhaus. Man hört die Tiergeräusche, schön. So. Geht das? Nee, das geht bestimmt nicht. Entschuldigung. Was denn? Das ist alles gut. Die Lautstärke ist perfekt. Was? Die Lautstärke war perfekt. Ich so voll der Ton hier. Ja, ist doch egal. Super, du bist sonst auch immer leise, weißt du? Ja, aber ich kann halt so von Natur aus nicht so schreien. Das geht nicht. Du musst einfach üben. Nö. Ich konnte immer schon schreien. Ja, ich bin halt von Natur. Okay, ich komme nicht hoch. Alles klar. Das funktioniert so nicht. Wie mache ich denn eine Oder-Schaltung? Kacke, wie war das denn nochmal? Ich hab das gerade nicht im Kopf. Mhm. Wenn man nicht im Kopf hat, hat man eine Beine. Ich setze den Schalter jetzt mal eben provisorisch dahin. No. Okay, das heißt, ich brauche da noch ein paar Zugbrücken. Hä? Wie bitte? Hm. Wir sind beide so voll am Rätselraten, die ganze Folge. Ja, nee, warte mal, ich überlege jetzt mal ganz ehrlich, Baby, jetzt mal ganz ehrlich, ja? Wenn das jetzt hier die Zugbrücke... Ach ja, geht nicht, ja. Guck mal eben, wenn das jetzt hier die Zugbrücke ist. Ja. Ne? Ich lasse jetzt erstmal eben alles einfahren. Ja. So. Jetzt lasse ich alles ausfahren. Ich habe hier unten kein Gerüst. Das ist doch keine Brücke. Das ist ein schwebendes Stück Scheiße. Was du sagst. Ich muss das nochmal umändern. Ein schwebendes Stück Scheiße. Ist auch nicht schlecht. Grundlegend. Ich brauche jetzt erstmal hier eine Kiste. Kiste, Schwung. Dark Reaper! Der Creeper, Mann, der Creeper, Mann. Brauch Holz. Da ist Holz. Ach, liebe Freunde. Naja. Wenn alles immer so einfach wäre, ne? Weil einfach ist. Kuro, dein Haus, ne? Ich sag es dir. Es hat jetzt 300 Folgen überlebt. Mach mal ein Schild dran. Bitte bis dahin. Da gibt's doch immer. Kennst du das nicht? So ein Schilder, bitte bis dahin renovieren, sanieren, sonst wird's abgerissen oder so. Der Amtsmensch. Warte, jetzt mache ich mir erstmal hier eine Kiste. So, Kiste. Und dann mache ich mir jetzt hier ein Schild. Und dann schreibe ich jetzt daran, ich hoffe, das wird der Kuro jetzt auch in Zukunft mal sehen, das Video. Ach ja. Oh, jetzt gewittert's wieder. Meinst du, entsteht draußen wieder ein Tornado? Ja, vielleicht. Wir müssten hier noch einen Tornado-Warner machen. Weil das letzte Mal war gar nicht bei dir. Nee, stimmt.
Ich glaube, den hatte ich auch abgebaut, oder? Ne, ich dachte, den hast du wieder rangebaut. Ich, weil den, ich weiß es nicht, das ist so lange her! Aber ich glaube, er hatte nicht funktioniert irgendwie. Ja, irgendwas war doch da. Und da hattest du den abgebaut und letztes Mal hast du ihn wieder rangebaut, aber ich weiß nicht, ob er wieder funktioniert. Bitte renovieren Sie Ihr Eigen... Oh. Ja. Bitte renoviere... Geh mal rausgucken, wie die Lage ist. Hier bitte. Oh, schön. Dein Eigenheim. Sonst ist es mein. Das für ein Spruch. Ja, ja, Eigenheim, mein. Ja, ja. Sonst wird Zwangsgebräu. Verdammt. Sonst wird. Nee, warte. Nee, warte. Achso. Bitte renoviere dein Eigenheim, sonst wird es zwangsgeräumt. Vielen Dank für dein Verständnis. Ach. Abriss. Vielen Dank für dein Verständnis. Machen wir weg. Was? Vielen Dank. Vielen Dank, dein Abrissunternehmen. So. Es ist jetzt so dunkel. Wollen wir einmal kurz ins Bettchen hüpfen? Oh, ich habe hier noch kein Bettchen. Dann komm einmal hoch. Ja, wenn ich da bin. Dunkel und Regen gleich doof. Ja, ja, ist ja gut. Bin ja schon unterwegs. Außerdem muss ich mal aus Megas Bett den Spawnpunkt wegsetzen wieder auf mein normales Bett. Ja, mega, ich weiß, ich weiß. Ich benutze immer noch dein Bett. Nicht! You cannot do this when you are in Morph. Dann morph ich mich mal zurück und warte mal auf die gute Susi. Jetzt springt mein Tünchen hier hoch. Sitz. Du sollst Sitz machen. Pepp ist runter. Ja, wie ein echter Himmel. Wir machen auch einen echten Nebel, mal nicht sitzen. Sitz! Jetzt mach. Machst du. Wieso hänge ich jetzt hier? Und warum macht der keinen Sitz mehr? Warum machen die keinen Sitz? Keine Ahnung, ich höre nicht mehr auf dich. Wahrscheinlich kenne ich, ich weiß es nicht. Komm jetzt. Ich bin hier extra hergekommen. Vorsicht, das ist nicht zu. Scheiße, übers Mikrofon. Was denn? Oh, der Hund, wie er ankommt. Ja, deswegen, der soll Sitz machen. So, wir haben jetzt gerade mal einen Schluck getrunken. Deswegen hab ich gerade gesagt, hier, über das Mikrofon. Mach jetzt Sitz! Oh, Entschuldigung, Hund. Oh, das ist echt gemein. Das war die falsche Taste. Komm hier. Weg. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Komm mal hier. Geh mal weg. Er hat Angst. Komm mal hier. Oh, ich kann das nicht mit angucken, wie du die Hunde schlägst. Ey. So, jetzt mach Sitz. Wieso macht der? Ich habe einen Knochen für dich. Komm. Ja, ja, jetzt wieder einschleimen. Aha, jetzt macht er Sitz. Alles klar. Ich musste mich erst wieder aber eben einschleimen mit Fleisch. Bevor er überhaupt sitzt. Mehr. Wo ist denn der andere Hund eigentlich? Wir haben noch zwei gehabt. Da drin war einer gewesen. Also im Arbeitszimmer ist keiner. Vielleicht hast du den ja getötet jetzt oben. Nee, 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 nee. Oh, oh.
Nö, Oben waren jedenfalls beide. Ja, einer ist hier. Draußen ist auch keiner. Na, einer ist oben, einer ist unten, ne? Wo denn? In der Küche.